Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, ausnahmsweise muss ich mal dem Innenminister zustimmen. Das kommt ja selten genug vor und jetzt ist er noch nicht einmal da. Ach so, da. Ich habe ihn leider übersehen. Entschuldigung, Herr Reul. Kein Problem. Herr Reul, ich muss Ihnen ausnahmsweise mal zustimmen, denn im Innenausschuss hatten Sie gesagt, dass Sie für Ihren Geschäftsbereich des Innenministeriums keine Dringlichkeit in diesem Themenfeld sehen. Für den Bereich der Beamtenstatusfragen sehen Sie noch nicht einmal eine Regelungsnotwendigkeit. Und ich würde das gerne erweitern, denn aus meiner Sicht gibt es für diesen gesamten Gesetzentwurf keine Notwendigkeit. Und deshalb werden wir Grüne ihn auch ablehnen. Denn wenn man mal guckt, was ist denn bereits heute geregelt? Die Beamtinnen dürfen bei Ausübung ihres Dienstes ihr Gesicht nicht verhüllen. Dasselbe gilt für Richterinnen im Bundes- und Landesdienst. Die Soldatinnen dürfen innerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen auch während ihrer Freizeit ihre Gesichter nicht verhüllen. Es gibt Änderungen im Personalausweisgesetz zur Identitätsfeststellung und es gibt Änderungen im Bundeswahlgesetz. All das ist geregelt. Ein allgemeines Verbot der Gesichtsverhüllung in Verwaltungsgebäuden, in Schulen, in Schwimmbädern, in Hochschulen gibt es bisher aus meiner Sicht zu Recht nicht. Und Herr Wagner, Sie hatten bei der Einbringung des Gesetzentwurfs ja sogar gesagt, dass die AfD eigentlich noch weitergehen würde. Sie möchten eigentlich, dass entsprechende Kleidungsstücke überall im gesamten öffentlichen Raum verboten wird. Das ist das, was Sie eigentlich wollen. Ich befürchte aber, dass Sie genau diese Kleidungsstücke doch aushalten müssen. Denn das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken als Ausdruck des Glaubens ist grundgesetzlich geschützt. Es gibt zum einen die Bekenntnisfreiheit in Artikel 4 des Grundgesetzes und es gibt das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Artikel 2 des Grundgesetzes. Insofern ist Ihr Vorhaben schon verfassungsrechtlich hochbedenklich und wir Grüne halten uns doch da lieber an die Verfassung und schützen diese. Aber auf eines möchte ich auch noch hinweisen. Ich finde, dass ein entsprechendes Verbot auch keiner einzigen Frau, die dazu gezwungen wird, eine Burka zu tragen, und ich meine, Sie gehen ja davon aus, dass jede Frau, die entsprechendes trägt, unterdrückt wird, und allein das finde ich schon ziemlich anmaßend, ehrlich gesagt. Aber Sie helfen eben auch keiner Frau, die tatsächlich dazu gezwungen wird. Und eines ist ja ohnehin klar, und das ist ja hier schon so oft auch deutlich geworden, dass die AfD eben nicht die Partei ist, die sich für die Selbstbestimmungsrechte von Frauen einsetzt. Ganz im Gegenteil. Das haben Sie an so vielen Stellen, wo Sie ausfällig geworden sind, antifeministisch, sexistisch, das haben wir alles hier erlebt, im Plenum ist protokolliert, finden Sie in den Plenarprotokollen, das können Sie nachlesen. Das ist hier sehr eindeutig bewiesen. Insofern ersparen Sie uns diese Pseudo-Initiativen, die Sie hier immer wieder an den Tag legen. Und ich finde, Ihr Gesetz gehört doch sehr eindeutig in genau die Kategorie von parlamentarischen Initiativen, die das Ziel haben, auf Kosten von Minderheiten Hetze zu betreiben. Und ich will zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Der Antrag ist schlicht nicht notwendig. Er genügt den hohen verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht. Er ist integrations- und frauenpolitisch unsinnig und er polarisiert gegen Minderheiten. Und aus genau diesen vier Gründen werden wir Grüne dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, sondern ihn ablehnen. Herzlichen Dank.